Es wird rau an der Nordsee. In dieser Jahreszeit kuscheln sich auch echte Seebären schon mal auf dem Sofa ein. Deshalb gibt's bei Rühmhardt jetzt super warme Wolldecken. Die sind ganz neu im Programm und lohnen sich in diesem Winter besonders. Dann noch einen guten Rühmhardt-Wollpullover an und die Gänsehaut hat keine Chance. Höchstens auf dem Dötz, aber dafür gibt's ja warme Wollmützen. Wird alles bei uns im Norden gestrickt, in Stade an der Elbe. In den unterschiedlichsten Farben und Formen. Ihr kriegt es nur im Werksverkauf oder ihr bestellt es im Onlineshop. Dann ist es ruckzuck bei euch zu Hause und dann wird's so richtig gemütlich auf dem Sofa. Fehlt nur noch ein Genuss fürs Ohr. Rühmhardt Seemanns Pullover präsentiert den Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 125. Folge des Nordsee-Podcasts. Die wird diesmal richtig knapp fertig. Es ist Mittwochabend, 11:30. Ich bin gerade von einem privaten Termin zurückgekommen und auf der Autobahn dachte ich, ich mache die Folge erst morgen früh fertig. Aber das habe ich dann irgendwie doch nicht übers Herz gebracht, weil ich weiß, dass ganz viele von euch die Folge gleich donnerstags beim Frühstück hören. Okay, das Interview habe ich heute Vormittag geführt und ich habe es auch schon geschnitten. Und jetzt muss ich halt noch das Intro von mir vorne und hinten das Outro aufnehmen. Und dann lade ich den Podcast hoch und ihr könnt ihn morgen früh hören. Heute treffen wir einen Muschelfischer. Den habe ich vor einigen Jahren in Neuherrlinger Siel kennengelernt. Da habe ich mehrere Filme über Neuherrlinger Sieler Fischer gedreht. Und wir waren auch bei einer Krabbenkutterregatta dabei. Und da war David De Leo mit seinem Royal Fisk Muschelkutter auch in Neuherrlinger Siel. Und wir sind damit tatsächlich unterwegs gewesen während dieser Krabbenkutterregatta und direkt vor dem Schiff gab es frisch gekochte Miesmuscheln in so einem leckeren Sud. Unglaublich lecker. Und vor ein paar Tagen habe ich David geschrieben, wollen wir nicht auch mal eine Podcast-Folge zusammen machen? Und dann antwortete er ganz schnell, klar, gerne, den Nordsee-Podcast höre ich sowieso ganz häufig, lass uns gerne eine Folge zusammen aufnehmen. Und dann haben wir uns für heute verabredet. Und es war ein total spannendes Gespräch, denn die Arbeit eines Muschelfischers unterscheidet sich total, zum Beispiel von der Arbeit eines Krabbenfischers. Muschelfischer säen und ernten. Es sind die Bauern der Meere. Das kann er euch selbst alles viel besser erzählen und er verrät euch sein Miesmuschelrezept. Ganz simpel und trotzdem super lecker, denn das ist genau das, was ich damals in Neuherrlinger Siel gegessen habe. Nur eine Zutat, die gibt's nur an der Küste. Er kocht die Miesmuscheln in Seewasser. Also freut euch jetzt auf David De Leo, der ist an der gesamten Nordseeküste unterwegs. Mal in Ostfriesland mit den Häfen Bensersiel oder Hoogsiel und dann aber auch in Schleswig-Holstein, Hörnum, Büsum, überall. Und erntet Miesmuscheln aus dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Moin David, wann warst du denn zuletzt am Meer oder wann warst du auf dem Wasser? Ich komme gerade vom Schiff, Bärbel. Gerade im Auto unterwegs zu einer Versammlung. Und hast du heute schon Muscheln gefangen? Das heißt, Muscheln fängt man gar nicht, Muscheln erntet man. Da fängt es schon an. Nein, haben wir heute nicht. Gestern haben wir sind im Moment damit beschäftigt, unsere Saatmuschelgewinnungsanlagen, sogenannte Smart Farm, ins Winterlager zu schleppen. Da steigen wir schon gleich richtig ein, weil Muschelfischer haben einen ganz anderen Jahresablauf, einen ganz anderen Alltag als Krabbenfischer zum Beispiel. Ne? Das fängt damit an, das habe ich ja gerade schon kurz gesagt. Ihr fangt keine Muscheln, sondern ihr erntet sie und ernten kann man nur das, was man dann auch gesät hat. Du musst es ja wahrscheinlich häufiger erklären. Kannst du mal erklären, was bei dir, was bei einem Muschelfischer anders ist? Also wir fangen entweder auf Wildbänke oder halt an Kollektoren. Kollektoren sind, die hängen in der Wassersäule. Fangen wir kleine Jungmuscheln, die nennen wir Besatzmuscheln und die werden halt von uns geerntet und auf die Kulturflächen ausgesät. Damit sie da dick und drall werden. Damit sie da abwachsen, 1 bis 2 Jahre. Oftmals müssen wir sie noch einmal umpflanzen zu einer anderen Fläche. Also wir haben so Flächen, wo die, sagen wir mal, zu einjährigen Muscheln wachsen. Und dann
fischen wir die einjährigen Muscheln wieder auf und bringen die auf Flächen, wo die dann, sagen wir mal, groß und fett werden für das menschliche Konsum, mhm, also für die Fischerei. Dann werden die halt geerntet und kommen dann auf den Markt. Mit was für einem Schiff bist du unterwegs? Es ist ein riesiger grüner Muschelkutter. Heißt das Kutter bei dir auch? Ja, heißt Kutter, ja. Ich bin im Moment so ein bisschen der Springer. Im Moment fahre ich auf der Janne. Meistens fahre ich auf der Royal Frisk. Ein Muschelkutter von gut 40 Meter lang, 10 Meter breit, 1 Meter Tiefgang. Und wie fangt ihr die Muscheln? Fangt ihr die auch mit großen Netzen? Ihr habt auf dem Muschelkutter diese riesigen Becken. Ich bin da mal gewesen vor Jahren, als du in Neuherlinger Siel warst, bei so einer Krabbenkutterregatta. Und ich glaube, wir haben auch eine Tour mit dir gemacht. Auf jeden Fall gab es super, super, super Miesmuschelsuppe oder Miesmuscheln im Sud. Also den Geschmack habe ich bis heute in mir. Das war total klasse. Ja, also die Muschelkutter haben 4 kleine Drätschen, a 2 Meter breit. Die werden über den Grund gezogen, 1 bis 2 Minuten. Dann kommen die hoch, dann ist ungefähr 500 Kilo Muscheln pro Netz drin. Die werden auf dem Schiff entleert. Dort gehen sie über eine Art Waschanlage, nennen wir das, Spülanlage. Dort werden die Muscheln von ein bisschen Schlick und Seesterne und Krebse, wenn man die mal hat, werden die manuell rausgesucht. Müsst ihr auch richtig aussortieren dann? Ja, machen wir, weil wir wollen ja ein super Produkt an den Kunden abgeben. Mhm. Das machen wir schon, also ein bisschen Handarbeit ist auch schon bei. Und dann werden die entweder, wenn die marktreif sind, werden die in Big Bags gefischt. Dann hängen in den Laderaum, was du sagtest, Big Bags werden aufgehängt und dann werden die Muscheln da so reingefüllt. Und wenn wir halt umpflanzen, also wenn wir Muscheln von einer Kultur zur anderen bringen, dann werden die Hohnlose in Wasserbecken gehalten und dann fischen wir halt, bis die Zeit um ist und dann bringen wir die halt auf eine andere Kulturfläche. Also man muss das wirklich so, wie ein Landwirt an Land, haben wir halt unsere Flächen markiert mit Pricken und Bojen im Wasser. Und da setzt ihr sie dann wieder aus? Da lasst ihr sie einfach ins Wasser und vertraut darauf, dass sie sich da unten ansiedeln? Oder wie muss ich als Laie mir das vorstellen? Na gut, das ist schon ein bisschen Erfahrung, ne? Und es ist natürlich, es ist und bleibt Natur. Aber ja, wie sehen sie dort wieder aus? Man hat ja die Erfahrung, dass die Flächen gut sind. Und dort heften sie sich am Grund fest und liegen da minimal, also mindestens ein Jahr, eine Saison, ein Zyklus. Mhm. Ja, ein Zyklus ist einfach, sagen wir mal, von Ernte Jungmuscheln, Juli, August, bis das Jahr drauf, Juli, August, und dann fangen wir auch an zu ernten. Also unsere Erntezeit ist ja so Anfang Juli bis Januar, Februar. Mhm. Und wenn wir dann so eine Fläche leer gefischt haben, ne, das dauert ja irgendwann immer ein bisschen länger, weil da weniger liegen, dann werden die Flächen wieder unter Wasser vorbereitet für die nächste Ansaat. Was müsst ihr da machen? Ist auch wie so ein Bauer, der seinen Acker pflügen muss. So. Ja, pflügen tun wir nicht, aber nee. so eine Muschel liegt da ja so wieder so ein Zyklus mindestens, so zwischen 9 und 12 Monate, und die filtriert ja und scheidet ja so ein bisschen Sediment aus, und das Sediment, das muss da wieder weg. Dass, wenn wir wieder neue Muscheln ausbringen, dass die Kulturfläche wie ihren Urgrund hat. Mhm. Also ein bisschen Schalen, harten Sand. Das ist schon Steinchen sind, da liegen da auch. Da kann die Muschel sich ja überall dann halten. Ja, genau, die setzt sich fest einfach daran, ne? Ja, genau. Faszinierend. Und dein Jahreskreislauf beginnt im Grunde im Sommer dann mit den Jungtieren oder mit den Besatzmuscheln, dass du dich darum kümmern musst. Ja, gut, also im Frühjahr bringen wir die Kollektoren aus. März, frühes Frühjahr. Das sind die, an die sich die jungen Muscheln, die Larven ansetzen sollen. Ja, genau. Also beschäftigt sind wir das ganze Jahr. Mhm. Frühjahr bringen wir die Kollektoren aus. Wenn dies geschehen ist, ist meistens im Mai eine Werfzeit für die abwechselnden die Schiffe. Und dann ab 15. Juni dürfen wir in Schleswig-Holstein, dürfen wir hier die Ernte starten. Es gibt ja eine Schonzeit von 3 Monaten. Ach so. Aber ja, das ist, da ist die Muschel ja, dann fängt sie an zu laichen. Und dann wollen wir ja auch, dass die Larven in der Wassersäule bleiben. 15. Juni dürfen wir wieder hier ernten. Mhm. Ja, dann werden die Muscheln geerntet. Wieder Flächen vorbereitet. Ein Jahr ist ja nichts. Und ratzfatz ist schon wieder Herbst. Ja, und so sind wir eigentlich das ganze Jahr mit relativ vielen Leuten. Sind wir mit 4 Schiffen, sind wir das ganze Jahr beschäftigt. Dabei darf man doch Muscheln nur in den Monaten mit R essen. Ja, ich denke, das ist nicht mehr so. Die Muscheln werden ja wöchentlich untersucht vom Veterinäramt. Und ich denke, das hat eher was mit der Kühlkette zu tun. Früher, ne, also September, da wird es ja langsam kalt. Aber heutzutage mit Kühllastwagen
Und unser Kunde ist ja der Holländer und der Belgier und der Franzose und später im Jahr der Deutsche. Also bei dem Deutschen sitzt es eher noch ziemlich fest. Also unsere deutschen Kunden, die fangen erst an, im späten September Muscheln zu essen. Das ist noch drin. Das war immer so und das wird auch so beibehalten. Ja gut, du hast es ja selbst mitgemacht. Also Kutter der Gatter in Neu-Heiligensiel, das ist, ich meine, im Juli, jo, August. Das war und heiß. Und da haben wir ja auch Muscheln gegessen. Und dann sind die Leute verrückt und dann fragen die auch, September oder nein, Muscheln sind gut. Ja, denn die kann man dann schon davon überzeugen. Aber wir Deutschen, ich zähle mich ja selbst auch dazu, wir sind nicht so einfach davon zu überzeugen. Also dieses R sitzt bei uns noch relativ fest. Ja, aber von einem Muschelfischer würde ich immer Muscheln essen. Also nirgendwo sind sie so frisch, wie wenn du sie direkt am Muschelkutter isst. Ne? Also das ist noch was anderes, als wenn du sie irgendwo in einem Gasthof oder Landgasthof oder so isst. Das ist schon noch, würde ich gefühlsmäßig noch was anderes. Aber ist gut, wenn du sagst, die kann man heute das ganze Jahr hindurch essen. Und in anderen Ländern, hast du gesagt, werden sie auch das ganze Jahr abgenommen, eure Muscheln. Ja, also es werden ja in ganz Europa Muscheln gezüchtet und die sind immer zu einem späteren Jahreszeitpunkt, sagen wir mal, marktreif. Und so gibt es da fast schon das ganze Jahr Miesmuscheln zu kaufen. Hm. Ob das nun gut ist, ja, das ist die Zeit, ne? Ja, das ist die Zeit. Das ist wirklich die Zeit. Also wie ich angefangen bin in 89, da hatten wir wirklich im Winter oder im Frühjahr eine Schonzeit oder eine Ruhezeit. Aber jetzt mit den Kollektoren, meine Frau sagt immer, du bist eigentlich immer zugange. Ja, das ist so. Das ist so gewachsen. Das ist die Zeit. Man muss da mitmachen. Ja, der Druck ist dann einfach da, der wirtschaftliche Druck. Ne? Ihr seid ja inzwischen auch wirklich ein riesiges Unternehmen. Also du fischst, gerade hast du gesagt, in Schleswig-Holstein, aber ich erinnere mich, dass du auch in Niedersachsen unterwegs warst. Also springst du hin und her? Ja, also im Moment ist es in Niedersachsen nicht ganz so gut. Die Natur spielt da nicht so mit. Und somit haben wir so ein bisschen meine Geschwister, die sind in Schleswig-Holstein tätig. Und so sind wir jetzt mit Schiff und Manpower helfen ihnen aus. Und ja, es stimmt, ich pendel. Also ich wohne ja in Jever. Das Schiff hat ja Hooksiel als Heimathafen. Wir sind auch oft in Hooksiel oder liegen im Bensersiel. Unsere Kulturflächen sind unter Langerhoch und auf der Jade. Und halt, wie gesagt, in Schleswig-Holstein bei Sylt und bei Föhr. Hei. Also kann man sagen, Miesmuscheln aus dem Wattenmeer. Ja, definitiv. Wattenmeer. MSC zertifiziert. Bio-Muscheln. Bio sind wir jetzt auch zertifiziert seit vorletztes Jahr. Ja, es ist eine Miesmuschel aus dem Nationalpark Wattenmeer. Aus dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Du kannst sie noch größer machen. Ja, gut. Aber Nationalpark. Das ist schon Wattenmeer. Ja. Ich muss noch mal kurz eine Frage dazwischen schieben. Alle hören, dass du einen holländischen Akzent hast. Dein Name ist auch holländisch oder niederländisch. Trotzdem hast du gerade gesagt, ich als Deutscher. Erzähl uns. Ja gut, 1982 sind meine Eltern nach Schleswig-Holstein, nach Emmesburg-Horsburg gezogen und wir Kinder ja mit. Und das ist ja nun 40 Jahre. Okay. Und ich bin 51, das Jahr, ich war 11. Ja, ich bin 40 Jahre in Deutschland und damals... Und bist du Deutscher, David? Ja, ich bin Deutscher und ich habe auch deutschen Pass. Ich musste damals für mein Kapitänspatent, musste man damals 1994 noch deutscher Staatsbürger sein. Echt? Ja, wir sind vier Geschwister, fünf. Fünf davon sind drei Deutsch und zwei Holländer. Holländer aus Überzeugung? Nö, aber die brauchten das für den Job nicht. Ach so. Und wir haben das damals gemacht und gesagt, hier ist zu Hause. Also das ist wenig so. Also Schleswig-Holstein oder Friesland ist unser Zuhause. Super. Und sag mal, seid ihr so eine alte Muschelfischerfamilie? War dein Vater auch Muschelfischer? Nee, Fischer nicht. Mein Vater ist Kaufmann. Und die hatten damals in Holland eine Konservenfabrik und haben damals dann 1982 halt über die Grenze hinausgeschaut und da gab es was zu kaufen. Und mein Vater hat eigentlich nie gefahren, aber gut, irgendwann sagt er zu mir, eigentlich muss das einer von uns selber machen, diesen Kapitän, diesen Muschelzucht. Und so bin ich da ja als Junge in den Ferien immer mitgefahren. Ja, und irgendwie bin ich da hängen geblieben. Was hat dich daran so begeistert? Ja, also es ist schon Natur, ne? Also es ist ja, unser Leben wird halt durch die Tide gesteuert, ne? Mal früh, mal spät, mal gar nicht, weil das Wetter schlecht ist. Mhm. Sonnenaufgänge, ja, es ist schön. Ja, es ist einfach, ja, es ist Natur pur. Und du bist dein eigener Herr, ne? Und wir sind ja zu viert und wir sprechen zwar sehr miteinander, aber man hat ja doch ein relativ freies Leben. Also, ja, ist schon toll. Möchte ich nicht missen. Also, im Moment mache ich auch relativ viel Arbeit an Land, Versammlungen und. Aber ich bin immer wieder froh,
dass ich wieder aufs Schiff kann. Wenn du wieder rausfährst, wenn du wieder ablegst. Ja, genau. Wenn du dann wieder anlegst im Hafen, verkaufst du auch Muscheln von Bord oder machen deine Brüder das? Oder wo kann man denn deine Muscheln kaufen? Also vor Ort verkaufen wir schon mal oder verschenken oder wie immer Muscheln. Aber das ist nicht unser Hauptabsatz. Also unsere Muscheln gehen, unser Mutterbetrieb ist ja ein Holländer und der vermarktet gleich unsere ganzen Muscheln. Mhm. Also die werden dann halt gefischt, werden per LKW nach Ierseke gebracht. Dort werden die gereinigt, entsandet und verpackt und gehen dann halt auf den europäischen Markt. Eieiei. Also bestellen kann man schon mal. Zum Beispiel, ihr weiß ja, Willi Jakobs aus Neuerlingensiel, der ruft mal an, du da, wie kann ich mal Muscheln haben? Das machen wir. Aber ansonsten Restaurants und so beliefern wir nicht, weil wir so unterschiedliche Zeiten haben und wir haben keine Verarbeitung auf dem Schiff. Ne? Mhm. Man kann so eine Portion handgeputzt, kann man wohl, wenn du jetzt kommst, kannst du die kriegen, kaufen, geschenkt, was weiß ich. Ne? Aber wir vermarkten selbst vor Ort nicht. Okay, aber wenn man Miesmuscheln kauft, dann gibt es eine große Chance, dass sie von euch kommen. Also wie groß ist der Markt? Wie viel Muschelkutter gibt es denn hier im Wattenmeer? Also in Schleswig-Holstein gibt es 8 und in Niedersachsen gibt es 5 Lizenzen. Mhm. Und in Holland, ich vermute 50. Hui. 60, was weiß ich. Okay, in Holland ist das ein viel größerer Sektor. Ja, aber das ist ja auf die Wattengebiet und auf die Osterschelde verteilt. Da ist das Gebiet auch größer. Und über was für Mengen reden wir? Redet ihr? Also, ich weiß nicht, sagst du das? Ihr ja, mit euren 4 Muschelkuttern, wie viel holt ihr raus? Also, ich denke so 7.500 Tonnen dieses Jahr. Das ist so, ja. Brutto, ne? Also, so Rohgewicht, ja. So 300 LKWs, 22 Tonnen. Voller Miesmuscheln. Voller Miesmuscheln. Wahnsinn. Hi. Was passiert mit den Schalen eigentlich nachdem? Ich habe gelesen, dass die Schalen früher schon genutzt wurden auf Föhr und Sylt, schon im 17. oder 18. Jahrhundert zur Verbesserung der Böden, dass daraus Mörtel gemacht wurde und Wandfarbe. Was passiert da heute mit? Weißt du das? Ja gut, der größte Teil von den Muscheln wird ja im Frischversand verkauft, mhm. Frischmuscheln. Und da sind die Schalen ja beim Endverbraucher. Ja genau, stimmt. Das ist ja so. Und ja, in Schleswig-Holstein ist noch eine Muschelfabrik, das hat mein Papa und meine Eltern ja immer gemacht. Und dort werden die halt gekocht und dort wurden die Schalen schon von Landwirten und so abgeholt zu Wegbefestigung. Ach, echt? Und. Ja. Ja, aber es ist auch so, Austernfischer brauchen unsere Schalen als Kollektor für Austernbrut. Also teilweise werden die auch abgeholt und werden wieder in der Osterschelde ausgesät, diese Schale. Und da ist halt die Auster, die leicht später, ich meine irgendwie August. Und dann werden die Austern auf den Böden ausgebracht und dort setzen sich die kleinen Austern dran. Das ist, die Schale wird auch als Kollektor verkauft. Ach, das ist ja interessant. Welche Rolle spielt eigentlich die Auster für dich als Miesmuschelfischer? Also macht sie dir irgendwas kaputt? Also früher war ja die Miesmuschel die Muschel, die am häufigsten im Wattenmeer vorkam. Ich weiß gar nicht, welchen Stellenwert jetzt die Auster hat. Die verbreitet sich ja auch rasant. Ja, das ist so. Die Austern hat so ein bisschen auf den Wildbänken die Muschel verdrängt. Ne? Die hat wahrscheinlich die Muschel als Kollektor genommen und hat sie da gesettelt. Und diese Bänke sind für uns nicht mehr interessant zu fischen, weil du fischst ausschließlich Austern. Mhm. Ne? Wir auf den Kulturen haben wir auch immer ein paar Austern, die werden aber halt mit Hand aussortiert und wieder zurück in die Wassersäule geschmissen. Also wieder zurück ins Wasser. Da macht ihr ja nichts mit den Austern, dass ihr den auch nebenbei mit... Nein, das ist ja alles Handarbeit und das ist... Ja, man sammelt mal einer für sich selbst oder wenn man jemanden fragt, kann man schon ein paar raussammeln. Aber das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist definitiv Miesmuscheln, Miesmuschelzucht. Wie isst du denn Miesmuscheln am liebsten? Ja, gekocht, bisschen Seewasser. Echt mit Seewasser? Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, Seewasser mitzunehmen, zum Beispiel nach Hause oder so, ein bisschen Seewasser. Die Muschel sitzt ja voll Wasser. Und dann will ich mal den Boden gerade bedeckt mit ein bisschen Wasser, Zentimeter. Und dann Miesmuscheln rein und dann noch ein Suppengrün mit ein bisschen Stangensellerie und dann wieder Muscheln und ein bisschen weißen Pfeffer und dann schnell kochen. Das ist eigentlich traditionell. So essen wir sie zu Hause, so essen wir sie an Bord. So gab es sie auch da in Neuherlingersiel. Ja, genauso wie sie da in Neuherlingersiel. Also ohne viel, kein Weißwein, kein Bier, einfach Natur. Ein Shishi, super. Ja, genau. Das Produkt ist ja so toll, qualitativ ist es auch sehr hochwertig und ja, schmeckt. Das wird schon, das ist ein gemütliches Essen, nur mit den Händen, nicht viel, so ein Stückchen Brot, bisschen Soße vielleicht
wer nicht so gerne, wer so ein Neuling, der anfängt Muscheln zu essen, braucht meist ein bisschen Soße dabei. Aber so, wir essen sie einfach so. Und wenn dann welche über sind, dann überbacken wir die mal im Backofen so ein bisschen mit Kräuterbutter, Zwiebelchen und so. Aber das ist dann Käse, aber das ist ja dann, ja, das schmeckst du eigentlich die Muschel ja nicht mehr. Also, wie läuft das Wasser im Mund zusammen? Wie oft isst du denn noch Muscheln? Kannst du sie noch sehen? Ja, also meistens im Sommer. So jetzt gar nicht mehr so. Aber so im Sommer, wenn die Saison anfängt, der Verkauf wird im Januar, Februar oder Dezember, liegt dann, wann die Muscheln alle sind, auf. Und dann ist es schon wieder ein halbes Jahr und dann haben wir schon Heißhunger drauf. Und das ist ein gemütliches Essen mit Nachbarn, mit Freunden. Ja. Oder auf dem Schiff mit Arbeitskollegen. Das ist schon, ja, freuen wir uns immer. Wie alt sind die Muscheln eigentlich, wenn du sie ernten kannst? Also mindestens 2 Jahre. Sagen wir mal, von der Anzucht, also ne, von der Ernte, von den Kollektoren bis zur Ernte für den Konsum, dauert das mindestens 2 Jahre. Mhm. Besser als 3. Also nicht besser, aber sind sie ein bisschen größer und sind sie preislich interessanter. Ja, genau, da spricht der Unternehmer, genau. Ja, das ist einfach so. Ne? Ich meine, ja gut, Kunde ist König, das ist ja auch wie der Belgier, der will in den Sommerferien Muscheln essen. Und das fängt da wohl im Juli an und dann kannst du an überall, an jede Ecke, jeder Imbiss, jedes Restaurant gibt es Muscheln mit Pommes. Das ist doch interessant. Muscheln mit Pommes essen die Belgier. Ja. Und schon im Sommer. Das ist ja bei uns undenkbar. Wir auch zu Hause. Also wenn wir essen, gibt es immer ein paar Pommes dabei. Ja, sollte man vielleicht an der Küste mal einführen. Ja, wir sind dabei. Also ein Kollege, mit dem wir in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten, hat auf Sylt ein Muschelbistro. Dort gibt es auch schon im Juli Muscheln. Und der vermarktet auch ein bisschen. Aber das ist auch ein ganz kleiner Stil. Ne? Mhm. Also der versucht schon auf der Insel, hat das wohl ein bisschen angeschlagen. Also da ist das R schon vergessen, dieses berühmte R. Ja. Dort werden auch im Juli Muscheln gegessen. Aber gut, das ist ja so, ne? Das lebst du vor. Und dann sehen sie Leute da sitzen, so ein kleines Töpfchen, 1 Kilo. Und dann versuchen die. Also es sitzt nicht mehr so fest in den Köpfen bei uns. Ja. Wenn die Qualität gut ist, dann kann man im Juli doch schön im Sommer schön auf der Terrasse mit Glas Weißwein Muscheln essen. Ja, oder im Urlaub mit Blick aufs Meer Muscheln essen, ja, wenn es sie da auf Sylt gibt, frisch. Ja, genau. Gibt es da. In Hörnum. In Hörnum. Und der verarbeitet auch unsere eigene hiesige Muschel. Der hat eine ganz kleine Verarbeitung. Also wirklich, das ist in dem Anfangsstadium jetzt. Und der verarbeitet dort kleine Mengen Muscheln für sein Restaurant oder sein Muschelbistro und auf der Insel verkauft. Da gibt es also eure Muscheln. Super. Hm. Jetzt bist du auf dem Weg zur Versammlung. Und wann gehst du wieder an Bord? Ja, der Windfinder ist im Moment unser Terminplaner. Wir sind uns nicht ganz schlüssig. Also entweder fahre ich nachher von Hamburg nach Hause oder ich fahre wieder zum Schiff. Das entscheiden wir nach der Versammlung. Weil es unruhig ist draußen auf dem Meer? Ja, wir brauchen bei dieser Arbeit, die wir jetzt machen, brauchen wir relativ gutes, ruhiges Wetter. Und ja, 1, 2, 3 Tage in der Woche ist es ja im Moment so. In dieser Jahreszeit ist es ja nicht mehr so beständig. Ja, und dann muss öfter mal am Wochenende dran glauben, dass wir dann durcharbeiten. Achso, wenn du jetzt in der Woche nicht arbeiten kannst, also heute ist Mittwochvormittag, diese Folge kommt morgen raus, vielleicht sitzt du dann morgen zu Hause und dann musst du stattdessen am Samstag arbeiten? Ja, das kann sein, ja. Bei dieser Tätigkeit, die wir jetzt machen, brauchen wir sehr, sehr ruhige See. Also das ist ja, der Wind ist entscheidend. Und ja gut, gestern Abend haben wir eigentlich entschieden, dass wir bleiben. Gut, ich muss jetzt eben weg für was anderes, da gehört ja auch dazu. Mhm. Die Jungs sind an Bord jetzt fleißig und heute Nachmittag entscheiden wir, neuer Wetterbericht. Bleiben wir und arbeiten wir durch oder gehen wir nach Hause? Der Alltag eines Fischers, nicht? Immer abhängig von der Natur. Ja, aber schön. David, danke, dass du uns mit an Bord genommen hast und uns von deinem Alltag als Miesmuschelfischer erzählt hast. Ja, danke für das schöne Gespräch. Ach. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das war die heutige Podcast-Folge. Jetzt lade ich die schnell hoch und dann ist sie, genau wie jede andere Folge, nachts um 1 Uhr freigeschaltet. Also falls ihr mal nicht schlafen könnt oder falls ihr spät nach Hause kommt und euch nochmal kurz an die Nordsee beamen wollt, donnerstags nachts um 1 Uhr gibt es die neue Podcast-Folge. Diese auch. Wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht, lasst es euch gut gehen. Und kommt einfach nächsten Donnerstag wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.